So, jetzt nochmal ein Update über das Multimeter bzw. analoge Messinstrument. Multimeter ist ja ein bisschen falscher Ausdruck, obwohl hier steht Multimeter. Es hat mir gestern keine Ruhe gelassen, das ganze Ding. Ich habe es jetzt so weit, dass es relativ genau misst, aber den Fehler habe ich noch nicht so ganz raus, warum. Ich muss erst mal gucken. Ich habe da gestern schon einiges gemacht. Erstmal der Deckel von drinnen sieht echt bäh aus. Ich habe auch den Stream noch mal selber geschaut. Es fehlt einmal ein Teil da drinnen, und zwar wo ich gesagt habe, was ich dafür bezahlt habe. Sie wollten 10 Euro dafür. Ich wollte 5 geben, haben sich nicht drauf eingelassen. Und habe im Endeffekt 8 Euro bezahlt. Da war ich ja nur gestern Abend im Stream ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch nicht geht, aber es ließ mir keine Ruhe. Und ich habe dann nochmal gemessen. Ich habe nochmal alle Widerstände soweit gemessen, alle die verdächtig waren. Habe ich eine Seite abgelötet und nochmal gemessen. Es ist nur einer. Und das ist der hier hinten. Ich gucke mal, ob ich da drauf zoomen kann. Seid ihr da vorne? Der hier hinten. Der. Das ist ein 400 Kilo-Ohm und ich messe bei dem 400 in der 45 Kilo-Ohm. Der ist aber im AC-Bereich. Ob das jetzt sehr viele Auswirkungen hat, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Dann habe ich ja hier Spulen drauf. Ich habe gesagt, ich habe hier Spulen, die nicht im Plan sind. Es sind keine Spulen, es sind Widerstände. Und zwar ist das so ein Widerstandsdraht, den sie da genommen haben. Das eine hier müsste der 0,73 Ohm sein oder was das war. Ich kann noch mal gucken. Ich habe mir das hier noch mal gedownloadet. So, da haben wir 0,76 Ohm. Das ist 0,76 Ohm. Das hier müsste der 7,2 Ohm sein. Und hier hinten habe ich auch noch eine, sieht aus wie eine Spule, ist aber auch ein Widerstand. Und das müsste der 50 Ohm Widerstand sein für die Ohmmessung. So in etwa. Ich habe die Platine auch raus gehabt und habe hier die Eingänge, die sind erstmal ab. Und hab das eben abgelötet, habe nachgemessen, habe auch die Varistoren hier oder Potis oder wie auch immer man es nennen möchte, durchgemessen. Die sind in Ordnung, die laufen auch ordentlich, lassen sich sauber regeln. Das hier hinten ist eine Diode. Vielleicht tausche ich die noch, da komme ich noch zu später. Und ich habe auch noch was gefunden, das passen tut hier für die Anschlüsse. Und ich habe ja einen Transistortester und da gab es mal diese Klemmen dabei. Und das ist ein 2 mm Bananen. Stecker, Büschelstecker oder wie man die Dinger nennt. Die passen wirklich wunderbar da hinein. Jetzt werde ich natürlich nicht über die Dinger 1000 Volt messen, aber man könnte es machen. Ich habe schon geguckt, die Stecker gibt es einzeln. Werde ich mal schauen, dass ich die besorge. Und der Fehler ist hier an diesem Widerstand. Da ist der Plus-Eingang. Da habe ich meine Klemme drin gehabt, direkt am Beinchen. Da hat er zu wenig angezeigt. Irgendwie habe ich dann am Kabel gewackelt, plötzlich zahle ich das richtig an. Da wackele ich wieder und plötzlich springt die Skala auf sonst wohin. Und ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwas mit dem Lötpunkt bzw. diese Verkabelung da unten drunter, müsste sogar rausgehen, ja, ist noch lose. Die Verkabelung hier unten drunter, dass die irgendwie ein bisschen problematisch ist. Ich werde
gleich mal zumindest alle Lötpunkte hier nachlöten mit frischem Lot. Es ist ja irgendwo aus der 60er, also ist das Ding ungefähr 60 Jahre alt, in etwa. Da kann das auch mal passieren, dass da irgendwo Lötstellen vielleicht einen schlechten Kontakt haben. Dass das hier am Widerstand so komisch ist, weiß ich auch nicht, warum. Aber ich kann es gleich noch mal zeigen, dass es eigentlich relativ genau misst. Sollte bestimmt wieder Vorführeffekt. Ist noch relativ gut, 10 Volt. Pluseingang. Platine ist drauf. So, gerne den Plus. Und ich gehe auf der anderen Seite an den Minus. Der war da. So. Das sollte relativ genau sein. Dann mache ich nochmal ein. Naja, relativ. So, ich bin bei 10 Volt, ich schalte es ein. Ja, hängt der Zeiger wieder. Das ist auch noch so ein Problem, das muss ich auch noch mal begegnen. Hier ist ja so ein Gegengewicht. So, machen wir den Deckel mal wieder drauf. Stellen wir das noch mal. Naja, gut, so wird in etwa passen. So, und jetzt mache ich es nochmal an. Und er geht bis fast hinten hin. Es ist relativ genau im 50 Volt Bereich. Ist er bei 10 Volt. Das sind so Messtoleranzen, die sind normal, das ist okay. Und ich hatte hier gestern gewackelt. Da ist der übergesprungen bis und geht nicht mehr. Aber jetzt ist wieder Vorführeffekt. Er macht es nicht, aber es ist relativ genau auf die 10 Volt. Relativ. Weicht vielleicht um 0,2 Volt ab. Das ist aber normal. Da sage ich auch nichts. Aber. Wie gesagt, ich werde nochmal bei dem Teil alle Lötpunkte nachsetzen. Ich werde auch mal den Widerstand hier wieder anlöten, den hier hinten. Bei der Diode, die ist jetzt für Wechselspannung gedacht, werde ich mal schauen. Vielleicht tausche ich die gegen zwei einfache 1N4148, das sind Silizium. Oder wenn ich sie noch finde, ich müsste haben noch zwei Germanium-Dioden, Germanium-Spitzendioden, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Oder ich lasse es erstmal so, wie es ist. Aber ich werde es nachlöten. Ich hatte eigentlich vor, die Kabel hier drinnen zu tauschen vom Pluseingang. Aber wenn das jetzt so geht, ist okay. Aber ich werde es nachlöten. Warum es gestern nicht wollte, weiß ich nicht. Es kann sein, dass hier irgendwo ein Lötpunkt an den Potis nicht richtig gesessen hat. Aber mit dem Poti mache ich den Abgleich, obwohl das ist jetzt auf Maximum. Eigentlich müsste ich noch mehr drehen können. Aber es ist mir relativ, wenn es grob den Wert anzeigt, den man messen möchte. Das ist okay. Da sage ich nichts weiter. Also ich werde jetzt hier nochmal alle Lötpunkte nachsetzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde dann auch nochmal Ohmmessung machen, den 1,5 Kiloohm habe ich noch hier liegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde das nur kurz nachlöten. Die Lötung hier sieht auch schon nicht mehr so gut aus. Gut, dann bis gleich. So, nun habe ich da alle Lötpunkte nochmal nachgelötet. Bis auf die hier.
Die könnte ich eigentlich auch noch mal machen. Aber es misst schon mal wieder so, wie es soll. Auch hier außen angeklemmt. Und trotzdem noch leidige Thema mit meinem Lötkolben. Irgendwie mag der doch nicht so richtig. Ich habe gedacht, das geht, aber geht doch nicht. Setzen wir den jetzt noch mal auf 0. Wo habe ich den Schraubendreher? So, ist auf 0. Ich zoome auch mal rein. Ah, nur ein bisschen weniger. Für mich ist der Zeiger okay. Bei euch sitzt er ein bisschen daneben. Das kommt durch die Kamera. Hier haben wir immer noch 10 Volt drauf. Und der Zeiger geht bis auf 10 Volt. Also gut 10 Volt. 0,3. Anscheinend hat er hier noch ein kleines Kontaktproblem. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf 50 Volt gehe, dann ist es da unten die 1. Eine 10, 20, 30, 40, 50. Sollte er da hingehen. Theoretisch. Hat er eigentlich vorhin gemacht. Das kann jetzt hier an den Dings liegen. An den Klemmen. Oder an der Anzeige. Er geht dahin, wo er hin soll. Also für grobe Messung reicht es. So, jetzt noch mal einmal Strom. Da habe ich auf 250 Millivolt. Ich gehe nur auf 3. 250 Milliampere. 250 Milliampere. Muss der auch bis fast hinten hingehen? Tut er auch. Kann noch 25 Milliampere machen. Oh, passt sogar fast genau. Wenn ich der Zeiger daneben nehme. Zeiger passt. Ja. Der 25 Milliampere Bereich passt. So 2,5, aber ich kann nur 2 Milliampere machen. 50 Mikroampere geht nicht mehr. Zuckt ganz schön. Auf 2 Milliampere bin ich jetzt. 2,5, ja, 2. Zuckt ganz schön. Na ja gut, kann die Strombegrenzung sein. Okay, das haut hin. AC können wir auch gleich nochmal gucken. Hatte ich ja gesagt, maximal habe ich hier 9, 6,9 und True RMS mäßig habe ich knapp 7 Volt gehabt. Passt auch. Es ist okay. Bei 50 sind 5, sind 6, 6,9 und ja, das passt. Macht er. Gut. Widerstandsmessung wollen wir auch noch mal machen. Mal gucken. Ob er das auch noch hinkriegt. Dazu muss ich den Strom geben. Und das mache ich mit Netzgerät. So, minus. Einmal da. Und plus. Am besten so, dass ich ihn das auch hinlegen kann. Und eventuell ein bisschen
bisschen abgleichen. So. Dann hatte ich ja hier meine kleine Mini-Klemme. Wo ist denn die hin? Da. So, oben. Kurz schließen. Einjustieren auf 0 Ohm. Das ist die oberste Skala. So, ich gehe nochmal raus. So, dann habe ich hier 1,5 Kilo Ohm. Ohm, Kilo Ohm. Ich muss ein Kilo Ohm einmessen, ne? Auf 0, ne, passt. So, 1,5 Kilo Ohm soll er haben. Was hat er denn jetzt? 1,5. Wenn ich jetzt auf Ohm gehe. Dann geht auf Mega Ohm, ja. Durch 10. Müssten jetzt 100, 150, 200, ja. Ja, mal 10.500 Kilo Ohm. Das passt. Also Ohm macht er. Mal 10 muss ich hier rechnen. 100 Ohm mal 10, berechne es auf 10R mal 10, sind 1000, 1005, 2000 und 1,5 habe ich. 1,5 Kilo. Kann ich euch das nochmal zeigen hier in der Kamera? Da 1K5. Wenn sie denn richtig fokussiert. 1K5 Widerstand, also passt da mit 1,5 Kilo Ohm da an der Sache Seite. Das passt. Ach, ich habe was vergessen. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe hier AC gemessen und habe die falsche Skala gelesen. Moment, da muss ich noch mal kurz was machen. Ach, ich bin wieder auf Square Wave. Step. Sinus. Und zwar die obere, die rote Skala, die ist das 6,246, ja, fast 7, 6,7, das passt. Es ist relativ genau. Das passt so, das ist okay. Für das Alter völlig okay. Und ich will ja auch nicht damit Mikrocontroller messen, sondern wofür sind die Dinger hier gut? Die analogen aus der Zeit für Röhrentechnik. Und eine Röhre interessiert es relativ wenig, ob da 0,5 Volt mehr oder weniger sind oder 2 Volt mehr oder weniger sind. Das interessiert ja nicht, außer bei der Heizspannung. Und damit könnte ich dies auch messen. 6,3 Volt ist die Heizspannung, wenn er hier auf 6 Volt steht, ist okay. Zum Beispiel. Denn dafür sind die Dinger gut und auch ziemlich robust. Die kriegt man nicht kaputt, wie ich das auch schon gesagt habe. Also das kann er spulen. Und Kondensator, wie gesagt, das kann ich jetzt nicht tun.
Naja, gut, aber ich soll euch hier nicht zu lange langweilen. Nur wie gesagt, es haut hin. Es lässt sich zumindest im AC abgleichen. Das ist gut. Ohmmessung kann das Ding auch relativ gut. Nur DC-Bereich, der hängt ein bisschen daneben. So, und im DC-Bereich, dass er daneben hängt, ja gut. Da kann ich ja nun in dem Sinne auch nicht viel machen, außer zu wissen, dass er relativ, was ist die Leitung? Ja. 10 Volt, ich bin bei 10 Volt. Dass er da leicht daneben hängt. Bei 50G hängt er fast auf 10. Bei 250, weiß ich nicht, bei 500, da müssten das 4, 3, 2, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Da müsste der erste Strich kommen. So, passt. Und bei 1000 kann ich es dann nicht mehr, dann ist die Skala nicht mehr. Gut. Gut. Ja, wollte ja nur sagen, also es funktioniert doch, auch wenn es im DC-Bereich, ja, nicht wirklich das macht, was es soll. Aber es müsste DC Mikroampere und Milliampere, ja, ein AC kann ja nicht AC Strom nicht, aber DC Milliampere. Gut, es reicht aber so. Und ja, es funktioniert. Was genau es jetzt war, weiß ich nicht. Es kann jetzt eine Lötstelle gewesen sein, weil ich habe ja gelötet, dass er da irgendwo kaputt war oder nicht richtig war. Ja. Ich gucke mir das vielleicht nochmal an mit dem DC. Vielleicht mal die Tage. Vielleicht habe ich noch eine Eingebung, warum, wieso. Oder vielleicht habt ihr noch sag schnell, einen Tipp, warum es bei DC kein Abgleich geht. Ich werde nochmal den Schaltplan hier am Ende jetzt nochmal einblenden. Könnt ihr euch dann gerne pausieren und anschauen. Dann sage ich schon mal danke fürs Zugucken und tschüss bis zum nächsten Video.